Sunt Münsters, ich hallo, wir sind hier wieder bei Mario Odyssey, dem wohl glänzendsten Spiel. Wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Wir sind hier mal wieder beim Backtracken, doch noch nicht im Polarland, weil ich habe mir gedacht, komm, warum nicht? Ich habe mir aufgeschrieben, was ich so bräuchte, wo ich hin muss. Und die Liste steht vor mir. Ein kleines, ganz kleines Papier. Steht alles drauf. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich alles markiere. Nicht, dass ich plötzlich denke, okay, muss ich da jetzt mal hin? So, das erste Beispiel ist, man muss hier am Brunnen einspringen. Ne, das nicht. Auf den Brunnen drauf. Und wie man es vielleicht schon sieht, den Hut an die Spitze. Und da kommt ein Mond raus. Das ist ja wunderschön. Den sammeln wir ja direkt mal ein. Und den muss ich auch direkt mal abhaken. Das müsste dann auf der zweiten Seite sein. Hut am Brunnen, genau. Einfach durchstreichen. So, der nächste, der ist gerade in der Nähe. Ist einer, den ich wahrscheinlich, ja, vergessen würde ich jetzt nicht sagen, aber Blume hier, die ist jetzt reif. Da kommt auch noch eine Blume raus. Eine Blume, was laber ich? Nee, Dingensbums. Blume statt, das kann ich auch durchstreichen. So, die ich dann wahrscheinlich nicht geholt habe, weil ich ins sechste Land gegangen bin. Das kann es sein. Gut, dann können wir uns ins nächste Mal Miauxi holen. Der kann dann mal Sachen mit mir machen. Und zwar holen wir uns dann einmal den Mond, der hier hinten ist. Ach, keine Sorge, wenn ich schon hier den Vogel in der Luft sehe. Es gab zwei Vögel, das wusste ich nicht. Oh Gott, fall nicht da runter. Ja, wenn einmal Miauxi hier drunten und hier drunten. Da unten ist, dann kann ich ihn mal fahren. Fahren. Mhm. Was soll ich jetzt sagen? Den Vogel, genau. Ja, der Vogel, der in der Luft ist. Das sind zwei Vögel, wusste ich nicht. Das bedeutet, ich habe mal geguckt, was der zweite macht. Und der zweite gibt auch einen Mond. Den habe ich aber schon eingesammelt, weil, ganz ehrlich, den Vogel wieder einzufangen, hätte wahrscheinlich wieder ewig gedauert. Und dann dachte ich mir so, nee, das tue ich euch nicht an. So, jetzt müssen wir mal nämlich hinten hingehen und Miauxi dahin stellen. Zu dieser Statue. Diesmal gar nicht aufgefallen. Oh, hast du mich mitgenommen, damit ich meine Familie wiedersehen kann? Du hast wirklich ein Herz aus Gold, Kumpel. Komm ich jederzeit besuchen. Ein Mond für mich. Das ist Maxi-Statue. Was? Oase, genau. Kann ich auch durchstreichen. So. Nächstes wäre, da kann ich auch gerade mal mit Miauxi hingehen. Da erkläre ich euch gerade mal was. Und zwar, wo ist er denn? Da ist der Koopa. So, der Koopa. Wir hatten ein Bild gefunden im Forstland, wo drauf stand, vom Koopa aus zu zwei Büschen. Wichtig ist, dass es nach Norden zeigte. Quasi der Kompass, der auch da abgebildet war auf dem Bild. Also heißt es, man soll die ganze Zeit nach Norden gehen. Und da das ein weiter Weg ist, machen wir das mal mit Miauxi. Ich weiß auch schon, wo der Busch ist. Aber es hätte zu lange gedauert. Oh Gott, nicht dagegen rennen. Und zwar hier nach dem Hügel. Och nein, das ist mir letztes Mal passiert. Da bin ich reingefallen. Ja, geil. Aber zum Glück diesmal nicht. Sondern gerade hier nach. Und das ist hier. Hier? Ja. Wunderschön. Warum ist der Mond blau? Ach, der gehört zum Forstland. Der gehört tatsächlich zum Forst. Wirklich jetzt? Wow, ich bin leicht schockiert. Das müsste dann sein. Oben Mitte Kakteen. Ja, wunderschöne Erklärung, die ich da hingeschrieben habe für mich. Oben Mitte Kakteen. Gut, nächster Mond, den wir holen können, ist mal. Wir können mal ins Gemälde gehen. Aber nicht runterfallen. Ach Gott. Ins Gemälde gehen. Wobei, warte mal. Ah, das ist auch direkt hier. Dann machen wir das mal. Wenn man. Ja. Wenn man hier die Kakteen in einer Reihe zerstört, dann kommt der Mond raus. Ich hab's aufskin, ist mir das aufgefallen. Ich bin hier durchgerannt. Aber der Kaktus, der den Mond in sich hatte, ist rausgeflogen. Und dann habe ich den Mond nicht bekommen. Aber ich habe gesehen, dass der geglitzert hat. Deswegen
Nehme ich den jetzt mal. Der dritte der fünf Kaktus. Was? Haben die da ernsthaft einen Übersetzungsfehler gemacht? Natürlich. Das heißt ja nicht Kakteen, das heißt Kaktus. Das weiß doch jeder. Nintendo, also wirklich gut Job. Also, anders kann ich es nicht sagen. Gut, dann holen wir uns jetzt mal den Gemäldemond. Weil das Gemälde, das hatte ja die ganze Zeit kein Bild. Aber, jetzt schon. Was ist es? Es ist New York City. Oh, da weiß ich, was es ist. Dann weiß ich auf jeden Fall, was es ist. Ich habe mir das Bild noch nicht angeguckt, deswegen. Jetzt mich. Ist es das, was ich dachte die ganze Zeit? Komm, sag's bitte, bitte. Hatte ich recht? Ich streiche den schon mal durch, den Gemäldemond. Ja, ich hatte recht. Weil ich habe die ganze Zeit schon gedacht, dahin kann man springen. Dann muss es wohl ein, New York City Mond. Warum wollte ich jetzt. Was? Geheimfahrt nach New York City? Da muss es wohl ein Mond sein, den du nur mit Gemälde bekommst. Weil ich es aber gerade mal versuchen möchte. Da oben gibt es bestimmt Münzen. Wetten? Mann! Kann ich ja nicht irgendwie einen Dreisprung hoch machen? Oh, das ist das Bild. 1, 2, 3. Was tue ich gerade? Warte mal, kann mir nicht der Zaun helfen? Oh. Kann der Zaun mir nicht da helfen? Das sind jetzt wieder so Sachen. Oh, hier darf ich nicht genau, ich habe nicht gedroht. Oh, geschafft, ja. Hit Coins. Viele? Ja, gut, geht. Das Ding ist, ich habe sehr viele Münzen. Das haben wir mal verloren. Weil ich hier oben, ja, von dieser Brücke da, bis da dahin gesprungen bin, also von oben nach unten, es wird irgendwie als unmöglicher Sprung bezeichnet. Und den wollte ich mal versuchen, hat sehr lange gedauert. Aber ich habe es geschafft, habe es noch nicht aufgenommen, aber ich habe es geschafft. Das glaubt mir niemand. Gut. Faust zu mal, da müssen wir noch mal hin. Ja, jetzt ein Boss. Ich dachte, was ist denn da oben los? Hier, nein, wir müssen ins neue Loch, ins kleine Loch müssen wir rein. Weil wenn wir schon mal hier sind. Da holen wir uns gerade mal einen anderen Mond. Und zwar den kann man nicht so leicht finden. Das ist nämlich hier. Sieht man schon. Ne, wenn man es weiß und wenn man es mehr bemerkt, dann sieht man auch schon, was hier los ist. Man kann hier nämlich drunter. Da bekommt man einen Mond, einen sehr geheimen und gemeinen Mond. Das müsste dann Treibsandschlitz sein, genau. Was zieh mir im Treibsand? Mal überlegen, sollen wir erst den machen oder. Weil wir gerade hier sind. Ne, lass uns erstmal Forst Zuma. Ich wollte sagen, Forst Zuma besiegen gehen. Zu Forst Zuma gehen. Ach, nebenbei, man kann, wenn man nochmal in die Pyramide will, weil die jetzt hier in der Luft fliegt, kann man dieses Katapult benutzen. Da kommen wir direkt dahin, aber da habe ich auch nochmal die. Da müssen wir auch. Stimmt, da müssen wir auch nochmal hin. Gut, hier erstmal zu Forst Zuma. Da gab es nämlich was. Ich hatte schon mal diese Theorie aufgestellt, ob man nicht irgendwie einen bestimmten besiegen muss von diesen. Wie heißen überhaupt? Die. Hier, die Zombies. Die. Wie heißen die denn? Goblins. Und ja, man muss sie besiegen. Und dann bekommt man einen Mond dafür. Okay.
So, jetzt gibt Kohle. Ja gut, das gibt mir so nur so viel Geld, wie ich auch sterbe quasi. So, jetzt gib mir den Mond, bitte. Das war ein bisschen gemein. Ja, ich mag diese komischen Mumien nicht. So, erste Seite ist... Oh Gott, jetzt muss ich aber schnell rennen. Let me go, please. Und wupp. Jetzt müssen wir nochmal zu zwei Dingen. An sich in Faust und zu Mars Höhle müssen wir nochmal. Ne, warte mal, das machen wir einfacher. Da hätte ich jetzt hier drin bleiben können. Geht das überhaupt? Ich glaube ich schon, oder? Ich weiß es gerade nicht, aber ich werde es halt sehen. So. Hallo? Please? Yippie! Und zwar, also da oben gibt es Münzen, da war ich schon mal. Ja, wie kommen wir da hoch? Ziemlich simpel, aber Zeitdruck und so. Ja, gucken, ob ich zurück kann überhaupt. Ich kann nicht zurück. Hilfe? Ich kann ja nicht zurück, das ist relativ doof. Oh, das ist ziemlich nah, wie ich... Okay, gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, dann werde ich wohl trotzdem jetzt von hier aus zurückkommen wollen. Was ist denn jetzt los? Bin ich bekloppt? Ja, glaube ich, bin bekloppt, oder? Ja, gut. Warum hält er sich jetzt... Warum hält er sich jetzt nicht mehr fest? Kann ich mich... Da gibt es keine Checkpoints, kann das sein? Ne, da gibt es keine Checkpoints. Fuck. Warum? Hä? Mann. Ich werde hier gleich wütend. Ich versuche es noch einmal. Okay, ich versuche es noch einmal, um hochzukommen. Bitte? Alter, beruhig dich, Mario. Oh nein, er fällt runter. Der ist doch bekloppt, der Sack. Und dann fällt der wirklich nochmal runter. Nein. Okay, ich werde einen anderen Weg gehen. Das ist zu doof, wenn ich jetzt hier nochmal 50 Mal sterben würde. Geh. Ja, beweg dich. Dann gehe ich doch vom Anfang von Fossetsuma dahin. Geht das leider nicht so, wie ich dachte. Schade, schade. Run, 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 like, weiß ich nicht. Because Mario is the fastest thing alive, habe ich gehört. Danke. So. Er springt exakt in die Mumie rein. Ey, was ist denn da jetzt los? Manometer. Da müssen wir von der richtigen... vom richtigen Eingang da hineingehen. Das bedeutet... wir müssen da ins Loch. Das ist falsche Richtung. Dahin, genau. Das ist richtig. Das Ding ist, in das Loch hier fällt man öfters mal gern rein. Weil es ist so steil, dass Mario auch gleich nicht rutscht. Passt auf. Ja. Der ist relativ böse. Aber na gut. Wir machen dann gleich mal... Ach, das sind Blöcke. Ich hab mich auch gerade gefragt, was ist das jetzt? Na gut. Was soll ich sagen? Ach so, dann machen wir gerade mal einen Speedrun. Ach, nebenbei, hier oben waren auch nochmal Münzen, die man mit einem Goomba-Turm holen musste. Und die habe ich dann auch nochmal nachgeholt. Geht ja hoffentlich, ne? So, jetzt müssten wir hier sein. Wir brauchen diesen krassen Kugelwilli hier. Mit der Mütze auf dem Kopf. Und dann müssen wir mit dem dahin hinfliegen. Weil... das ist mir vorher nicht aufgefallen. Also ich wollte an sich, ich habe ja schon mal gesagt, okay, da oben sehe ich Münzen, mehr nicht. Und habe mich dann gefragt, ob es einen Mond gibt, aber das kann ja nicht sein. Weil es ja anscheinend drei Monde habe ich ja, es gibt es hier. Weil einmal hier den Mond, wo meine ich denn? An sich der Mond da oben, wo war der überhaupt, ich weiß es nicht mehr. Der da war und dann quasi der hier vorne und der da mit dem, der Multimond vom Bossgegner, habe ich gedacht, ja, das macht ja keinen Sinn. Falsch gedacht. Hier gibt es einen dritten Mond. Ich weiß nicht, ob es so eine Ausnahme ist, dass es hier einen dritten Mond gibt. Aber es gibt einen. Schön. Schatztruhe im Untergrund. Gut. Den kann ich mich nicht. Doch, kann ich.
Dann kann ich das gerade mal durchreichen. Dann holen wir uns gerade mal einen von vielen gesagt gemeinen Mond, den ich aber ziemlich schnell gefunden habe. Als ich offscreen gesucht habe. Und zwar. Mal, kann ich auch mal mit dem fliegen? Das habe ich nämlich hier noch nicht gemacht. So willst du fliegen? So geht das nicht mit dem Typen. Gleiten außerdem. Nicht fliegen, der fliegt ja nicht, aber trotzdem. Dann halt nicht. Und zwar waren wir. Nein, bitte nicht. Waren wir ja schon mal hier unten. Da gibt es ja eine Tür. Und zwar hier. Genau, und da sind wir hier rein, haben uns gefragt, jo. War ein schönes Puzzle mit den. Mit den Sonnenbrillen, Männern, mit den Röntgolit oder wie die Dinger heißen. Und dann habe ich gesagt, jo, gibt es nicht immer hier zwei Sterne, zwei Monde. Und das Ding ist, ja, gibt es. Wie soll man darauf kommen, wenn man weiß, dass es in jedem von den Räumen hier, also von so Challenges, also quasi wenn du in Türen reingehst, in so Hut-Challenges-Türen, und du weißt, dass es zwei Monde immer gibt, mindestens. Dann versuchst du auch Dinge, wo du denkst, okay, da kann das jetzt sein. So, das kann ich jetzt auch markieren. Und jetzt haben wir noch vor, in die Pyramiden um uns reinzuschießen. Oder ich gehe, das kann ich auch machen, das ist, glaube ich, sinnvoller. Ich muss das so machen. Ach nee, da kann ich gar nicht mich hin teleportieren. Da muss ich dann per Blitzleitung. Wo ist denn die Leitung überhaupt? Hallo? Leitung, ich brauche dich. Hallo? Dein ist die Leitung. Ja gut, das ist ziemlich cool, wenn man weiß. Und den, also wenn man weiß und den Dive kann. Kann man hier auch hin. Aber ich glaube sogar, dass man den Dive hier gar nicht bräuchte. Naja. Und zwar gehen wir jetzt mal hier die Pyramide hoch und gehen dann dort den Eingang hinein. Weil ich glaube, das geht dann schneller. Denke ich einfach mal. Mal schauen. Hallo? Ja, das geht sogar schneller. Das ist exakt da, wo ich dachte. Wir müssen hier hin und uns einfach hier mit dem Ding bewegen, weil macht man so. Weil hier gibt es nämlich das Secret. Es ist. Lol. Es ist, ich sag mal so. Offensichtlich schon, weil ich halt wirklich sagen muss. Man fragt sich ja schon, wenn du das halt siehst, dann denkst du dir schon, will man, soll ich reingehen? Ja gut, ich hab's im ersten Durchlauf ist mir nicht aufgefallen, das ist mir bewusst. Gut, dann kann ich das auch durchstreichen. Dann, oh, das fällt mir gerade auch noch ein, ja. Ist es jetzt das letzte? Oh, das habe ich gar nicht durchgestrichen. Dann haben wir jetzt den letzten Mond, den ich auch aufgeschrieben habe, das müsste dann... Der müsste sogar hier sein. Da haben wir nämlich mal ein paar Parcours übersehen mit dem, die, Hut, ohne Hut-Challenge. Like Mario Sunshine. Was ist denn da los? Ach, da ist das Ding drin. Ja, gut. Und zwar hier unten. Denn das ist mir letztens aufgefallen, als ich rumgegangen bin. Ist aufgefallen, oh, guck mal. Da steht schon wieder ein Sense rum. Jetzt sag mal ehrlich, das sieht ein bisschen aus wie so ein Sense. So. Habe ich schon mal versucht, die Challenges. Ich habe zwar viele Fehler gemacht, schon als ich es versucht habe, aber es ist einfach. Es ist einfach. Tot. Ich hab's irgendwie geahnt. Ich hab's wirklich geahnt. Gut. Also habe ich ja schon erzählt. Ja, das sieht aus wie Sense oder so. Ich versuche jetzt mal den First Try. Zwinker. Wo ist er hin? Und dann stand er mal so rum. Jetzt. Guck mal, da ist der Vogel. Du sollst doch keine komischen Aktionen machen, Mario. Das habe ich auch schon mal erzählt. Einmal, zweimal. Es ist nicht dein Ernst, ich war zu langsam. Ihr wart zu langsam. Was ist denn jetzt mit mir los? Ja. Das ist ja ziemlich doof. Da muss ich was anderes suchen, warte mal. Der Weg ist dann hier. Da ist Sense. So, da habe ich mal einen Vorsprung. Jetzt.
Oh. Und Ohr. Und Ohr. Oh, das ist ziemlich knapp. Alter. Okay, gut. Ja, das ist auf jeden Fall. Lol. Das habe ich mal geschafft. Dann müsste ich, gehe jetzt mal zum Tiptoad. Und frag den mal, ich meine zum Sloppy-Toad. Upsala. Und frag den mal, was er so davon hält. Weil es müsste theoretisch jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch hingehen könnte. Was ist denn jetzt mit dem Sound los? Nicht gut. Oh, laggy. Da müssen wir gerade mal leben. Aber sonst müsste eigentlich alles gemacht sein. Denke ich mal. Es sind jetzt nicht viele Monde gewesen, aber ich frage jetzt mal den Schlaubi-Dot. Ja, perfekt. Wir haben alle Monde, die wir bis jetzt bekommen können. Lass mich mal hier schauen. Ja. Wunderschön markiert hier alle Monde. Bist Nummer, was ist das? 62, also fehlen uns noch 8 Monde. Geht eigentlich. Ist schön, ja. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir dann wirklich mal das Polarland. Ja. Frostland. Schauen wir mal, wann das kommt. Da gibt es ja auch noch Sachen, die wir machen können. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich die Modi einschlüse. Wunderschönen laggy Sound. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Das Spiel denkt sich auch wahrscheinlich, nur keine Lust mehr. 213. Kann man machen. Und ich würde jetzt mal sagen, diese wunderschöne abgehackte Musik will man auch sich nochmal anhören. Ich würde sagen, das war's für das Backtracking. Fürs Erste. Wie gesagt, ich würde auf dem Polarland würde ich gerne nochmal Backtracking machen. Das schauen wir uns mal an. Ich würde sagen, das war's. Hoffe, euch ist es gefallen. Das war ziemlich lasch gesagt. Naja, egal. Du hast genug Mond, ich weiß das. Im Frostland hätten wir, glaube ich, noch sogar den einen Mond noch, ne, den wir jetzt vom Cooper bekommen haben, von den Büschen, zwei Büschen, und in Yolong City haben wir einen eingesammelt. Na gut, egal. Ich sag bis dann und tschüss.